Servus Leute, hier ist der Racelet und willkommen zum neuen FIFA 15 Pack Opening, weil es diese Woche in Form Ronaldo als Stürmer gibt. 5 Sterne Spezialbewegung, 4 Sterne schwacher Fuß zu 95 Pace, 94 Dribbeln, 96 Schuss, 85 Passen, 82 Physis. Verteidigen ist egal für Stürmer. Richtig geil und dazu gibt es auch noch in Form Ibra. Mit 93 Schuss, 88 Dribbeln, 77 Pace, 88 Physis und 82 Passen mit jeweils 4 Sternen. Richtig geile Spieler. Wäre nice, wenn ich da einen ziehe. Hummels ist auch noch krass mit 87er Rating, 91 Verteidigen. Alter, das ist ein richtig starkes Team der Woche. Seit langem das stärkste, wenn nicht sogar das stärkste in FIFA 15 insgesamt. Ja, und wir öffnen Goldsets und 25k Packs. Wir fangen erstmal an mit ein paar normalen Goldsets und so. Einfach zum Reinkommen, in der Hoffnung, dass vielleicht da was kommt. Ich werde wahrscheinlich für 500k Packs öffnen und am Anfang gleich mal mitziehen. Jo, geil. Erstmal die alle quick sind, Rest wieder standardmäßig in den Verein tun. Kann man ja vielleicht für irgendwas irgendwann mal brauchen. Nein. Oh Mann. Normalen Packs werden wahrscheinlich Müll sein. Ich hoffe auf die 25k Packs, die ich mir noch ein bisschen aufhebe. Lass jetzt erstmal ein Messi-Pack durchlaufen. Jo, und wir ziehen Wiese. Jo, das ist ja so schlecht. Und wir ziehen wahrscheinlich den einzigsten koreanischen Linksverteidiger, der 77 Pace hat. Weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist, für einen Koreaner so langsam zu sein. Alter, diesen Code, den zieht man dauernd. 3% Fitness Plus. Den zieht man dauernd. Das ist ungefähr das Teil, was ich in FIFA am öftesten ziehe. Aus allen Packs zusammen, wenn ich jetzt mal Verträge und so einen Scheiß nicht rechne. Ich ziehe Bakker. Ich glaube nicht, dass er was wert ist, aber man kann ja mal schauen. Die Stats nicht so schlecht als Stürmer, aber nichts wert. So schlecht ist er nicht. Vor allem dafür, dass er billig ist. Den könnte man brauchen, wenn man nicht viele Coins hat. Aber ich brauche ihn nicht. Lass mal quick sein hier. Tempo plus 10. Wäre noch nicht mal so ein schlechter Typ, aber hey. Kann man nichts dagegen machen. Isaacson. Wembley Stadion. Augsburg drittes Trikot. Und sonst relativ Müll. Jo! Erstmal Quicksell. Auch Quicksell und auch den hier Quicksell. Übrigens ist Sven im Anruf. Jo. Ich weiß, es wen interessiert. Sven ist dann dafür, da mir die Preise zu sagen, wenn ich was nicht weiß. Gangquist. Geil. Was ist heute los? Lauter Schweden. Ich würde sagen, dass ich jede 100.000 nen 25er Pack öffne. Was sagst du dazu? Kannst du machen. Weil dann wird nämlich jetzt das erste 25er Pack kommen. Alles Gold, alles Rare, 12 Objekte. Bitte was Gescheites, ich lass es durchlaufen. Ja, bitte. Chikawi, ist der was wert? Nein, oder? Nein. Ja, weil er in einer richtigen behinderten Liga spielt. Pace ist nicht mehr so schlimm. Ja, und der Rest? Müll, lauter Verträge und so Zeug. Tja. Außer bei Duplikaten wäre noch was, aber nein. Da ist Norwegen Auswärtstrikot. Von Klinsmann gezogen. Alter, ah fuck, mir voll auf die Zunge wissen, gerade. Stark. Alter, Klinsmann. Geil. Das ist was Wichtigste.
Ja, man zieht eh nur Verträge bei diesen Packs. Man kann es ja versuchen, vielleicht kommt da was Gutes raus. Ja. Gut. Gut. Also die normalen Packs sind wie immer Müll. HSV-Wappen doppelt geil. Weil brauche ich unbedingt eine, die Fuß heilt, plus 15% oder so. Brauche ich auch unbedingt. Lass ich mal wieder ins Durchlaufen. Oh mein Gott. Heute ist es echt grauenhaft. Jetzt ziehe ich nicht mehr mein schwedische Rare Spieler, jetzt ziehe ich schwedische Rare Trainer. Stark! Wow, schwedische Rare Trainer. Den Typen hatte ich doch gerade schon. Jetzt habe ich zweimal den gleichen behinderten Trainer gezogen. Was will ich mit dem? Diesmal lasse ich es nicht durchlaufen. Durchlaufen bringt nichts. Und skippen bringt genauso wenig. Wow. Hauptsache der doppelte Ball ist drin. Hauptsache der ist drin, Sven. Hatte ich die nicht auch gerade vorhin schon? Bin mir nicht sicher. Beinheilung plus 10%. Irgend so eine Tusse. Lass ich wieder mal ins Durchlaufen. Ich habe diesen Ibora in den letzten 3-4 Tagen doch insgesamt 7-8 Mal gezogen, oder? Kann sein. Wo ich doch immer denke, Ibabo, der wäre ein bisschen was. Wär wenigstens gut, aber immer wieder diesen Ibora. Den wirklich. Den ziehe ich jeden Tag? Warum ziehe ich den jeden Tag? Das ist der Spieler, den ich am häufigsten ziehe in den letzten Tagen. Barcelona-Wappen. Könnte sogar ein bisschen was wert sein, aber ich behalte es auf jeden Fall. Warum sollte ich es verkaufen? Da gibt da gar keinen Sinn, so wenig Coins, wie es bringen würde. Jetzt gebe ich mal wieder eins. Nicht mal mehr ein raren Spieler. Wow. England auswärts. Kolumbien auswärts. Die müssen rare sein. Das ist das Wichtigste, dass du nur rare Trikots ziehst. So ist das richtig. Oh Mann. Typisches Pack-Opening halt. Nicht mal. Drei Rare, scheiße. Vertrag und Fitness. Wow. Wow. Der beste Spieler ist 77 Non-Rare. Shadow Chemistry Style ist wenigstens ganz nice für einen Verteidiger. Den kann ich vielleicht sogar gebrauchen. Wenn jetzt wieder nur Müll rauskommt, dann lade ich den Pack mal neu. Nein, den Store natürlich neu. Ich glaube, das bringt nichts. Ah, halt, nein, ich will es nicht quick sein. Ich will nur die Spieler quick sein. Ja, es ist halt typisch Müll. Ziehe schon doppelte Stadien. Und ich ziehe auch. Ziehe auch silberne Stadien schon. Einfach mal den Store neu laden. Es kann nicht schaden. Manche sagen, dann funktioniert es besser. Schauen wir einfach mal, was der Pack jetzt sagt, ob sich's rentiert hat. Wie kann man 82 bewertet Non-Rare sein? Das ist bitter. Das ist unglaublich. Linkes Mittelfeld, 83 Pace, 86 Dribbeln, 4 Sterne Spezialbewegung, 81 Passen. 82er Rating Non-Rare. Wow. Ja, wer denn? Ich habe ihn gerade verkauft. Ich kann es dir in der Aufnahme später sagen. Irgendeiner aus Argentinien oder so sah das aus, die Flagge. Palacio. Nein. Linkes Mittelfeld. Keine Ahnung. Wow, rarer silberner Vertrag. Da gibt's glaube ich nichts mehr zu sagen, oder?
Nein. Und ausnahmsweise auch mal diesen Zen-Turk wieder. Oh Gott, was ist denn das? Jetzt bin ich mit Zen-Turk. Wow, es wird immer schlimmer. Jetzt ziehe ich keine Rare Spieler mehr. Nee, jetzt ziehe ich sogar schon Silberspieler. Wow. Silberspieler. Ja, das ist was. Noch ein Pack oder so und dann geht's an die... ans nächste 12.000er Pack und jawoll! Wieder Müll. Müll, 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 Müll. Hauptsache Müll. Keine Rare Spieler, Hauptsache wieder ein Silberspieler. Ist absolut wichtig, Sven. Immerhin gibt es jetzt das nächste Promo-Pack. Das skippe ich. Das letzte hat nämlich ohne Skip nichts gebracht. Wow! Wow! Thomas fragt mich, ob wir Skype sind. Schreib ihm mal, er kann nicht in den Anruf rein. Weil ich kann, die als Aufnahmeteil funktionieren. Ja, ja. Funktioniert nur, wenn wir zu zweit in einem Anruf sind. Wegen normaler Anruf, nicht Gruppen, nicht Gruppenkonfi. Ja, Gruppenkonfi, Sven. Nee, Gruppen. Was hast du eigentlich? Eine Gruppenkonfi. Einfach eine Konfi. Wieso sage ich Gruppenkonfi? Defoe, Lichtsteiner. Das sind wahrscheinlich auch beide nichts wert. Kann eigentlich gar nichts wert sein. Wenn man aus der MLS kommt. Lichtsteiner wäre nicht mal so schlecht. Aber ist auch nichts wert. Der war mal Inform. Inform wäre wahrscheinlich ziemlich nice gewesen, wenn man ihn da zieht. Aber nein, ich ziehe natürlich, wenn er nicht Inform ist. Halt, 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 halt. Ich füge sicher keinen Pop-Off und keinen Kasri meinem Verein zu. Ganz, ganz safe nicht. Wow, da zieht man mal zwei rare Spieler in den normalen Pack. Dann sind sie absolut Bullshit. Wo ist mein letztes Rares? FC Porto, drittes Trikot. Immerhin ist es pink. Das könnte so... Was? Ist aber nichts wert. Oh man. Auch wenn es ganz nice aussieht. Irgendwer kauft es normalerweise sicher, aber halt für kaum was. Es muss... Wenn du schon eine Managerliga ziehst, die Rare ist, warum ist es die zweite englische? Alter, meine Zunge zieht so hart rechts hinten. Was ein bisschen Lispel, deswegen vielleicht sogar. Ja. Ist Salah ein bisschen was wert? Fuck. Komm, die 93er Pace ist so verlockend. Er kann immer einen Pace und dribbeln. Ich weiß nicht, wie viel Sterne Skills der hat, oder? Ja, das wäre nicht mal so schlecht, der ist nicht mal so schlecht, aber... Man will den keiner. Warum zieht man immer, wenn man Tora Chemistry Style zieht? Ist es der Basic? Warum? Warum, Sven? Warum zieht man immer den Chemistry Style Basic für ein Tor? Eine gute Frage. Ich zieh keine anderen. Nochmal der Basic! Ich sag's doch! Nochmal! Wow! Wow, 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 wow. Das tut schon weh. Wo spielt der? Ich hasse es. Ich drück schon wieder Viereck. Ja, ich darf einen Silberspieler aus meinem Verein raussuchen. Geil, 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 geil. Den will ich natürlich im Verein. Irgend so ein behinderten Typ. Silber 64er Rating, aber er hatte 83 Pace. Ich drück einfach Viereck, weil ich mir denke, Viereck. Eiswert war. Sven, da gibt's keine Entschuldigung für. Mein bester Spieler war 82 bewertet und er war non-rare.
Alpine. Den ziehe ich doch auch jedes Pack-Opening. Unglaublich. Ich schwimme danach immerhin in Verträgen. Kann ich jedem ihrem Spieler so um die 100 drauf tun. Lass ich mal wieder eins durchlaufen. Mal schauen, ob diesmal was rauskommt. Ich weiß ja gar nicht, wie ich die letzten eigentlich habe. Wow. Das war als Innenverteidiger sogar eine einigermaßen okay Pace, aber nie ist der was wert. Schau mal, ob der Skype-Recorder noch läuft, weil der Anruf war gerade irgendwie gehalten. Keine Ahnung wieso. Na, der Recorder läuft noch. Alter Sven. Jetzt ziehe ich sogar schon mal zwei Rare-Spieler, dann sind sie wieder absolut Müll. Das ist so typisch. Warum sind sogar die Raren absolut Müll? Jetzt skippe ich mal. Skippen muss besser sein. Skippen ist nicht besser. Wow. 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 Ich glaube, ich skippe nie wieder ein Pack. Ich glaube, ich skippe nie wieder ein Pack nach dem Ergebnis. Wow, Sven, weißt du, was beim Skippen rauskam? Silberner Rare-Vertrag, silbernes Rares Fitness und Monaco drittes Trikot. Und ich sag noch, Skippen müsste besser sein. Ja. Mavuba. Der hat eine... What? Natürlich, die Statistiken gibt's nicht, aber wie kann man eine 81er Bewertung haben, wenn er nur zwei Werte mit 78 hat auf der Karte stehen? Wie geht es, Sven? Tja. Unglaublich, was ist denn das? Wow, gut ist was anderes, aber hey, immerhin ist er witzig. Weil so eine Bewertung muss man erstmal hinkriegen. Ein Coin Boost, 1000 Coins, danke FIFA, das ist wahrscheinlich das teuerste, das ich bis jetzt in den Packs gekriegt habe. Sollte man mal drüber nachdenken, 1000 Coins, und das ist wertvoller als jeder Spieler, den ich bis jetzt hatte. Nein, ich quicksell es nicht für 32. Warum ist das wahrscheinlich das teuerste? Außer Positionskarten, so Zeug, das habe ich jetzt nicht mitgezählt, aber... Albiol. Sagt dir der Name Albiol was? Nix. Unglaublich. Wow, sowas nennt man Müllpack-Opening. Das ist unglaublich. Sag noch einen normalen Pack und dann gibt's wieder mal wieder ein Promo-Pack. Aber vor dem Promo-Pack gehe ich ganz safe aus dem Store. Martinez, der von Kolumbien, vom FC Porto. Der ist nicht schlecht, aber was sagt der Wert, Sven? Weiß ich nicht. 82 Pace, 81 Schießen. Es sieht so ungefähr aus wie der andere, den ich vorhin schon mal hatte, der nichts wert war. Vielleicht, wenn es hochkommt, 1000. Nicht mal 1000, wahrscheinlich so. Nicht mal 900, nicht mal 800! Also nicht. Gar nichts! Oh mein Gott! Silberner Rare Manager! Wow! Nee! Es ist unglaublich! Wie oft habe ich die zwei jetzt schon wieder gezogen? Ich ziehe schon wieder die gleichen behinderten Trainer! Ist unglaublich! Nee, jetzt lade ich den Store neu. Erstmal den Store neu laden. Dann auf die Promos. Und dann eins durchlaufen lassen. Das letzte war skippen, absoluter Müll. Komm, durchlaufen. Howard! Ist auf jeden Fall meine Steigerung. Naja, nicht wirklich. Naja, es ist immerhin der beste Spieler, den ich bis jetzt hatte, Sven. Das ist trotzdem kaum was wert. Ja, richtig.
Das ist nicht so schlecht. Den könnte ich auf Reserve sogar mal in meinen Verein tun. Warum tue ich ihn dann eigentlich einzeln in den Verein? Ich hätte auch einfach mit allem, was ich sonst in den Verein tue, reinhauen können. Egal. Ja, das Beste, was ich bis jetzt hatte, ist Howard. Wow. Es ist absolut Müll. Bloß ein rares Objekt fehlt. Vielleicht hat er ja noch was Gutes gezogen. Jawohl, ein Free Pack. Sven, ein Free Pack. Mal schauen, ob da was rauskommt. Ich wollte wir wetten, dass nichts rauskommt. Das ist ganz richtig. Da wird nichts drin sein. Na, ich habe schon Leute gesehen, die aus sowas was gezogen haben. Das war damals. Was war's denn? Ich glaube sogar Rekordbrecher Messi aus dem Free Pack. Ein rarer Vertrag, wow. Das Pack Opening ist unglaublich schlecht. Unglaublich! Ich habe 300.000 Coins schon weg. Und ich habe Howard als besten Spieler gezogen. Warum? Verarscht mich FIFA. Warum? 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 Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Was zur Hölle soll das? Man zieht vier doppelte Sachen. Wow, den Astin habe ich jetzt auch schon. Das ist der Astor, keine Ahnung, wie man den ausspricht. Hat jetzt schon auch schon 4-5 Mal gezogen. Das ist ein behinderter Scheißtrainer. Wow, es war halt irgendwie so Tempo oder irgend so ein Scheiß. Silber Rare 85 Pace RF. Schauen, ob der vielleicht minimal was wert ist. Wow, der ist vielleicht 1000 wert. Vielleicht. Kommt auf die Transferliste, was eigentlich fast mein Bestes ist. Und yo, natürlich Zentürk. Alter, das ist unglaublich. 2000 Coins, yay, das Wertvollste, was ich bis jetzt hatte. Howard, bester Spieler und 2000 Coin Boost, das ist das Wertvollste, was ich bis jetzt hatte, Sven. Blöd gelaufen. Wieder irgendein Duplikat des Rares wahrscheinlich. Rare Silber Torwart Trainer. Duplikat. Dafür gibt's keine Entschuldigung. Dafür gibt's keine Entschuldigung. Das ist ein rares, silbernes Müllduplikat. Yo, schreib mal Andi, dass es jetzt zu spät ist. Weil Andi ruft nämlich gerade an. Hey, ich habe einen Torwart Chemistry Style gezogen, Sven. Der nicht Standard ist. Oha. Ich habe Wall gezogen. Der ist zwar nicht so geil. Wobei Wall könnte sogar der bessere sein. Ich weiß nicht. Welchen hat Andi gestern gesagt? Oder was? Glove. Die sind aber alle nichts wert. Ja, natürlich. Aber den kann man ja selber draufhauen. Ich ziehe den nächsten Coin Boost und darfst raten, was? 1000 Coins, mal wieder ein bisschen Gewinn gemacht. Alter, das ist unglaublich. Es ist absolut unglaublich, wie man so einen Müll ziehen kann. Vielleicht bereitet mich FIFA auch noch auf was richtig Geiles vor. Pjanic, der war mal in Form, stimmt's? Jo. Und so ist er wahrscheinlich nichts wert, trotz 83er Rating. Ja, richtig. Geil, 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 FIFA, danke für den tollen Drachen. Yeah. Was ist das? Marksman. Geht sogar. Alter, diese ganzen Coinboosts. Wow, noch mehr Duplikate.
Noch mehr Torwarttrainer. Sven, tu die Torwarttrainer weg. Wow. Quicksand. 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 Yeah. Brüch dich jetzt. Wie oft habe ich diesen 34 Pace Innenverteidiger in den letzten Tagen gezogen? 7-mal, 8-mal. Zum Dreh rum. Ja, das wow. Ist sowas FIFA. Wow. Das ist unglaublich. Das ist nicht mal lustig. Das ist einfach nur noch unglaublich. Warum krieg ich keine guten Spieler? Wieder nichts rare, aber wieder einen Schweden. Einen schwedischen Trainer. Lass mal wieder ein Pack durchlaufen. Die letzten waren alle geskippt. Das kann nicht sein, dass ich nie was ziehe. Warum? Wow. Gönn dir. 5 Spieler. Keiner Rare, alle Müll. Sven, Andi schreibt, ruf an. Ich ruf jetzt nicht an. Warst du wieder bei Andi drin oder was hast du gemacht? Nö, alles gut. Deine Qualität hat gerade abgenommen in dem Moment. Wusstest du, dass ein silberner Coin Boost genauso viel ist wie ein goldener Coin Boost? Auch 1000. Aha. Ich weiß nicht wieso. Dann Müller von Hamburg, der schnell ist, aber nichts wert ist. Geil. Der falsche Müller. Wenn ich den Bayern-Müller ziehen würde, wäre wenigstens nice, aber ich ziehe den falschen Müller. Ich ziehe einfach nur die falschen Sachen. Wow. Es ist unglaublich, wie Müll man ziehen kann. Das ist absolut unglaublich. Ich glaube, so schlecht habe ich noch nie gezogen in FIFA. Kannst du sein? Kann sein? Kann hinkommen. Nächstes Promo-Pack. Das hier wird wieder geskippt. Wertvollster Spieler. Bester. Wie viel ist der wert? Gar nichts, stimmt's? Ein bisschen was vielleicht. Alter, ja, er hat halt viel verteidigen, aber. Jo, das ist unglaublich. Das ist mein bis jetzt bester bewertet. Dann hau ich sogar für 1000 direkt auf dem Transfermarkt. Alter. 1200. Sven. Wenn das Acker, der am besten bewertete aus dem Pack Opening bis jetzt mit 400.000 Coins ist, sollte man mal kurz drüber nachdenken. Ich lade den Store nochmal neu für die letzten 100.000. Wow, ein 500.000 Coin Pack Opening, in dem ich nur Müll ziehe. Ich ziehe Ramos, den hau ich mal in meinen Verein. Weil alle immer mit dem spielen und weil der Pace hat, aber nicht weil er gut ist. Wow! Der sinnvollste Spieler, den ich bis jetzt hatte, war Ramos, der beste Mertesacker. Das ist unglaublich! Da an dieser Chillen, da hast du was geschrieben. Nee,
Müll. Ich zieh zum vierten Mal Westermann. Warum? Warum? Alter, wenn es so weitergeht, habe ich bald alle Trikots. Das sah eigentlich gerade ziemlich nice aus. Hätte man sich sogar gönnen können, das Trikot. Oh Gott, ich lass wieder mal was durchlaufen. Das kann nicht sein, das kann nicht sein. Das kann's nicht sein. Wow. Eine rare Sache fehlt noch. Vielleicht ist es ja was Gutes. Natürlich ist es nichts Gutes. Oh mein Gott. Ist das schlecht. Das ist ja so schlecht. Alaba Pack. Alaba, 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 Alaba. Nein, nicht schon wieder die Saxon. Das wieder. Warum? Warum nur rare Schweden heute? Wenn was rare ist aus den normalen Packs, dann Schwede. Das ist ungefähr das Schlechteste, was ich bis jetzt aus Packs gezogen habe. Und Hauptsache jedes Mal Duplikate von irgendwelchen behinderten Trainern. Wow, meine Spieler werden immer schlechter. Der Moment, in dem schon die Hälfte der Spieler, die du ziehst, Silber ist, die neue ist. Okay, ich habe noch zwei Spieler mehr gezogen, ja. Ja, der eine ist in meinem behinderten Torwart-Team, der andere ist Sentürk. Auba. Habe ich den nicht irgendwann mal verkauft? Ich habe nicht das Duplikat. Habe ich Auba wirklich verkauft? Nochmal, welcher von den südafrikanischen Torhütern ist erschossen worden? Keine Ahnung. Hieß der Kune oder so? Nee. Weiß es nicht, der, den ich hab. Geil, den gibt's nicht auf dem Transfermarkt, Lack FIFA. Lass mal gequickset. Ist Auba noch ein bisschen was wert? Ein bisschen was bestimmt. Die Transferliste. Hallo? Oh, nochmal Wall. Chemistry Style für den Torwart. Stark. Wow, Auba wertvollster Spieler. Und Mertesacker bestbewerteter Spieler. Wieder nichts Rares! Wieso? Wieso kann man aus den normalen Packs... Das ist wirklich... Die normalen Packs ist jedes vierte Objekt rare. Wenn du mal so durchziehst, müsste also jedes vierte Pack ein rarer Spieler drin sein, ja. Ja. Ist es verdammt nochmal nicht! Es ist im Schnitt jedes sechste oder siebte Pack was Rares drin. Was Gutes Rares. Der Rest ist alles... Duplikate von Müll. Da! Wieder kein Rarer. Natürlich. Im übernächsten Pack müsste mindestens ein Rarer Spieler drin sein. Warum habe ich Alvarez Balanta als Duplikat? Wer zur Hölle ist es? Hä? Wie kann ich irgend so einen Müllspieler als Duplikate haben? What the fuck? Wow. Es zieht sich durchs ganze Pack-Opening der rote Faden. Das ist unglaublich. Es ist unglaublich. Hoffenheim Auswärtstrikot Duplikat. Warum denn? Warum denn? Wie oft habe ich Mustafi in den letzten Tagen gezogen? Auch ungefähr jedes dritte, vierte Pack. Ist jetzt nicht heute, sondern gestern oder so. Oh mein Gott, ist das Müll.
noch immer Starfield. Wie heißt der? Casco. Ist der was wert? Wahrscheinlich nicht. Nö. Weil er außer Pace nichts kann. Ja, sieht man in den Statistiken. Er hat nichts. Wow, der ist nur 75 bewertet wegen der Pace. Alles andere war unter 75. Der ist nur wegen Pace Gold. Ich mache noch zwei Packs. Das hier, normales. Und dann das letzte von den 25k Packs. Ja. Die Schwarze. Spielt der immer noch? Wie alt ist Schwarzer mittlerweile? Oh, keine Ahnung. Schon. 42. Wow, der spielt immer noch. Sven? Jo. Hat gerade kurz so gewirkt, das wärst du weg. Wow, Schwarzer spielt immer noch. Das ist hart, das hätte ich nicht gedacht. So, zwei Packs gibt's noch. Das hier. Und noch so ein Bonus-Pack. Schon wieder Meier. Der ist aber nichts wert. Wow. War dieser Meier eigentlich schon mal in Form? Nö. Hat er nicht bis jetzt die meisten Tore in der Bundesliga? Tja. Wieso ist der nicht in Form? Keine Ahnung. Das ergibt hinten und vorne keinen Sinn. Ja, die können ja nicht mal alle berücksichtigen. Ja, aber... Hallo, der hat bis jetzt die meisten Tore geschossen. Und die hauen Perry sind schon zweimal in Form. Aber den nicht einmal. Mann. So, 25k Pack. Das letzte. What the fuck ist gerade im Hintergrund im Store passiert? What the fuck? What the fuck war das? Okay, der Store glitscht minimal rum. Egal. Bitte was Gescheites, das letzte Pack. Ich schau nicht hin, ich schau einfach nicht hin. Ich lasse es aufgehen vorhin. Aber wie viele Coins bist denn du? Ich bin jetzt durch. Es ist unglaublich! Es ist unglaublich behindert! Nein, ich hab keinen Bock mehr! Wow! 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 Guckst du? Ich hab die Coins rausgehauen! Und hab Mörtesack als Besten! Nee, ich hab keinen Bock mehr. Warum 500.000 Coins oder was? 500.000 Coins für Müll! Nur Müll! Es ist unglaublich behindert. Was soll denn das? Was soll denn das? Nee, ganz safe. Das war's mit dem Video. Servus, Leute, bis zum nächsten. Servus.